Last Woman Standing 2020 bei Ninja Warrior Germany. Viel Spaß im Parcours für Steffi Noppinger. Sie gehört zu den Top-Ninja-Athletinnen der Welt. Ja, ist auch meine Favoritin, bei den Frauen zumindest, für die gesamte Staffel. Kann ich absolut nachvollziehen, weil sie einfach die richtige Körpergröße, die richtige Statur, den richtigen Ehrgeiz, Charakteristik der Hindernisse waren nie wirklich irgendein Problem. Dann hat sie diese Kraft aus irgendeinem Grund. Naja, was heißt aus irgendeinem Grund? Die trainiert wie ein Berserker. Eine Bekloppte, ja. Also wir haben Astrid Sibon schon gesehen, die beste Frau im Frühjahr bei Ninja Warrior All-Stars. Die ist gut drauf, aber ich glaube, in dieser speziellen Form, in der natürlichen Form des Ninja-Sports, also in der regulären Staffel, ist Steffi noch ein bisschen stärker einzuschätzen. Wir haben noch Aline Schüssler, für die ging es nicht ganz so weit. Sie ist aber auch im Halbfinale dabei, wie Astrid Sibon auch. Also die haben wir schon alle mitgenommen bisher, die Favoritin. Aber für mich, wie gesagt, sticht sie noch ein bisschen raus, die Steffi. Ja, und sie wirkt fit bis zum Get No More. Das ist kein Problem hier. Die ist gut drauf. Die ist richtig gut drauf. Und? Darf ich direkt? Ich meine, das müssen wir jetzt erst noch abwarten. Also ich glaube auch gerade die Korkenzieher. Aber sie hat diese Griffkraft. Sie kann das halten. Das haben wir alle schon gesehen bei ihr. Macht sie die Mega Wall? Kann ich mir vorstellen, ja. So, sie ist oben, wo die Stange hin muss, da, wo diese Riffel sind. Erster Übergang jetzt, wichtig. Gefühl fürs Hindernis kriegen. Auf geht's. Den hast du. Das ist ihre Kernkompetenz. Easy, wie leicht es bei ihr aussieht. Unglaublich, unglaublich stark, diese Frau. Boah. Die schrubbt die ganzen Männer hier weg, übrigens. Ja, Wahnsinn. Kann sie halten, kann sie abfangen. Das ist Wahnsinn. Macht sie mega Wall, Buschi? Ich weiß es nicht. Platz 1 ist nicht mehr drin. So, jetzt ist die Frage, Mega Wall oder nicht Mega Wall? Nee. Nicht Mega Wall. Nee. Dann beeil dich, dann beeil dich. So, 2,57 ist Platz 2. Das knackt sie locker. Das knackt sie locker und geht auf Platz 2 am heutigen Abend hier in dieser vierten Show von Ninja Warrior Germany 2021. Verlasst uns doch noch nicht. Ich habe noch so viel Ninja-Content für euch. Die ganze Folge gibt's hier bei RTL Plus und die Playlist, da geht's hier lang. We'll be right back.